Die Flaggen sind bereits gehisst. An beinahe jeder Ecke Schwechats sieht man seit dem Jahreswechsel, dass sich Schwechat in einem ganz besonderen Jahr befindet. 100 Jahre Stadterhebung gilt es zu feiern. Wie genau? Das wurde am 20. Jänner in einer Pressekonferenz verkündet. Der 100. Geburtstag Schwechats wird nicht bloß nur mit einem Fest gefeiert. Ob bei Festivitäten im Schloss Rotmühle, Lesungen in der Stadtbücherei, Vorträgen der Volkshochschule oder sportlichen Events im Freizeitzentrum und auf den Sportplätzen der Stadt. Alle Veranstaltungen stehen heuer also unter dem Motto 100 Jahre Stadterhebung. Wir haben uns zum Startschuss, der im Rahmen einer Pressekonferenz stattfand, umgehört, was den Teilnehmern zum Thema einfällt. Ich habe beim Überlegen meines Pressetextes ein bisschen darüber sinniert und habe mir gedacht, es ist schon eine ganz besondere Ehre, Bürgermeisterin einer Stadt sein zu dürfen, die genau so ein großes Jubiläum feiert. Jetzt bin ich ja keine gebürtige Schwächerterin, sondern eine sozusagen Zurgraste. Ich hoffe und denke, dass es alle so spüren, wie ich es spüre, nämlich, dass ich hier angekommen bin, in dieser Stadt, aus tiefster Überzeugung, mit ganz viel Herzblut. Und ja, wir können gemeinsam ein Jubiläumsjahr feiern. Und das ist, glaube ich, ein schönes Signal dafür, dass ich hier drinnen bin in dieser Stadt. Wie würden Sie 100 Jahre Schwechat beschreiben? Es war damals schon eine wachsende, eine florierende Stadt. Allerdings in natürlich sehr schweren Zeiten in den 20er Jahren, als man sich beschlossen hat, Schwechat zur Stadt erheben zu lassen. Und die 100 Jahre sind natürlich auch von der gesamtösterreichischen Geschichte geprägt, die natürlich auch traurige und ernste Zeiten hatte. Aber für Schwechat in den letzten Jahrzehnten eine erfolgreiche Geschichte einer wachsenden, noch immer wachsenden Stadt oder einer Stadt, wo sich die Menschen wohlfühlen, einer Sportstadt, einer Kulturstadt, einer Stadt, in der die Menschen gerne wohnen, leben und miteinander auch Gesellschaftsleben teilen. 100 Jahre Schwechat ist aber auch 100 Jahre oder ein Großteil dieser 100 Jahre Kultur. Schwechat hat sich kulturell immer schon sehr viel abgespielt. Letztendlich sind es die Jubiläen, die wir heuer wirklich auch feiern können, mit den 50 Jahre Nestreu, wo ich mich wirklich irrsinnig freue und letztendlich dankbar bin, dass der Peter Gruber hier wirklich so viel Engagement bis jetzt an den Tag gelegt hat. Die 30 Jahre Theaterforum, letztendlich, dass man wirklich ein Theater in der Stadt hat, zwar klein und fein, aber unseres ist auch nicht üblich. Und wie gesagt, der Gesangsverein mit 160 Jahren ist für mich absolut faszinierend. Natürlich schwierige Zeiten gehabt, aber Gesang, Lieder und Geselligkeit, das ist alles, was miteinander dann verbindet und konnte natürlich in den schlimmsten Zeiten gesungen werden. Ich freue mich auf das Jubiläumsjahr, gibt es echt tolle Ereignisse, vor allem in Verbindung mit dem Sport. Wie gesagt, wir bemühen uns ja immer, den Sport recht hoch zu halten. Wir sind ja als Sportstadt weit über unsere Stadtgrenzen, auch über die Bundesländergrenzen bekannt und versuchen das heuer noch ein bisschen attraktiver und interessanter zu machen. 100 Jahre kann ich nicht wirklich zurückblicken. Ich kann nur auf die Jahre, wo ich in Schwechat lebe und wo ich auch aktiv, wie Sie selbst gesagt haben, in der Politik dabei bin. Also ich schätze sehr die Stabilität, die ich erlebt habe. Selbstverständlich, wir haben ein paar Auspendeln in eine oder andere Richtung, aber trotzdem, ich finde schon, dass da eine bestimmte Stabilität ist, sehr positiv. Also ich bin schon über der Hälfte der 100 Jahre, die ich da miterleben durfte in meinem Leben und war seit jeher, bin ein eingeborener Schwächer über mehrere Generationen und da ist man natürlich stolz auf die Stadt. Das, was wir vorzuweisen haben, wir haben es heute teilweise gehört, ist ja auch sensationell. Wir sind nicht nur eine Stadt des Sports und der Kultur, sondern vor allem auch überregional bekannt für unsere starke Wirtschaft. Das hat mich besonders gefreut, dass der Braumeister Urban heute auch dabei war als Vertreter der Wirtschaft und dort auch sein Spezialbier präsentiert hat anlässlich des Jubiläums. Wir sind sehr stolz, dass diese Zusammenarbeit und wieder dieses Bekenntnis der Braustadt Schwechat, der Stadtgemeinde zur Brauerei Schwechat gegeben ist. Und wir lassen uns natürlich nicht lumpen, würde man sagen. Und wir fahren mit unserem besten Bier, mit dem Jubiläumsbier, dem Wiener Lager, hier als wollen wir damit feiern. Schwechat präsentiert sich aber 100 Jahre jung.
Also ich habe es als junge alte Dame bezeichnet, weil einerseits ist für eine Stadt 100 Jahre noch durchaus juvenil, aber grundsätzlich ist es schon ein erheblicher Zeitraum. 100 Jahre sind schon was, aber für eine Stadt in die Zukunft geschaut, ist noch viel Platz für viele, viele Jubiläen.